Und hier noch ein Gusto-Stück aus unserer beliebten Serie Seltsames auf Rallye-Strecken. Man sieht hier die Fahrer Philipp Stellenberger und Pavel Sabatsky. Sind schon länger dabei im Rallye-Zirkus, aber in den letzten Jahren sind sie nicht durch extrem hohen Speed aufgefallen. Aber was machen sie hier jetzt? Sie fahren links ran, steigen aus und Sapanski hebt das Auto hinten hoch. Ein kräftiger Bursch ist er auf jeden Fall, das muss man ihm lassen. Schauen wir uns das mal von Innenansicht an. 6 rechts, Front Cut, 120. Voll links, 60. 3 links, 5 rechts. Stehst du hier jetzt auf der Bremse oder was? Hier von der Bremse runter. Ja, ich stehe auf der Bremse, ich traue mich nicht schneller. Na dann fahre mal einfach auf Sicht. Nächstes Mal fahre wieder ich. Du hast nicht einmal einen Führerschein. Fährst du jetzt extra schnell deswegen oder was? Pass doch auf. Sagst du mir jetzt bitte wieder an? Hörst du das Geräusch? Ich glaube, irgendwas hat es bei der Radaufhängung. Am besten, wir fahren mal links ran. Nicht blinken, so wissen ja alle, dass wir absichtlich stehen bleiben. Ja, ich bleibe ja absichtlich stehen. Hebst du mal das Auto schnell hoch? Du hast nicht mal den Motor abgestellt. Schaut aber alles in Ordnung aus. Schieben wir wieder raus. Und hier noch die Aufnahmen von einem Fan an der Strecke. Zwei Verrückte sind das ja schon.